Der größte Feldstecher nützt nichts. Es gibt immer weniger Vögel zu beobachten im Schweizer Mittelland. Vogelkundler Livio Rey von der Vogelwarte Sempach ist besorgt über den Rückgang der Vogelpopulation. Der Rückgang ist sehr dramatisch, beispielsweise beim Braunkehli. Dort haben wir seit dem Jahr 2000 einen Bestandsrückgang von 60%. Oder bei Feldlerchen, wo wir seit dem Jahr 2000 einen Bestandsrückgang von rund einem Drittel haben. Warum muss uns das kümmern? Das ist natürlich eine philosophische Frage. Ein bisschen. Es sollte uns kümmern, weil wir um uns herum eben auch eine andere Natur haben, nicht nur uns selber. Und eben, die Vögel sind ein Zeiger. Also, wenn es den Vögeln nicht gut geht, dann stimmt da etwas sonst mit der Landschaft nicht. Die maschinelle Landwirtschaft setzt den Vögeln zu. Sie werden beim Brüten gestört oder verlieren ihre Nahrung, die Insekten, durch die vielen Spritzmittel. Insekten sind Helden der Natur. Rund 75% aller Kulturpflanzen sind auf Insekten angewiesen. Pflanzen gedeihen dank der Arbeit von Bodeninsekten wie Springschwänzen oder Käferlarven und vermehren sich durch Bestäuberinnen wie Bienen oder Fliegen. Insekten sind Nahrungsquelle für Fische, Vögel und Amphibien. Auch deren Speiseplan besteht bis zu 90% aus Insekten. Und Insekten verwerten totes Holz, Kadaver und Kot und verwandeln es zu organischem Abfall der Natur. Doch die Insekten haben es schwer auf intensiv bewirtschafteten Feldern und sterben. Darunter leiden die Vögel. Vogelkundler Livio Rey zu Besuch bei Landwirt Jakob Lütolf im luzernischen Vauville. Lütolf will dem Biologen die Hecke zeigen, die er für Vögel und Insekten angepflanzt hat. 8% seiner Betriebsfläche hat der Bauer extensiviert. Mehr mache keinen Sinn, sagt das Vorstandsmitglied des Schweizer Bauernverbandes. Wir sind heute schon das Land, das pro Kopf am meisten importiert. Wir könnten das so noch weiter runterfahren und noch mehr importieren. Und was da von außen kommt, nach dem Motto «aus den Augen, aus dem Sinn», das ist für mich nicht zielorientiert. Wir sagen, Massnahmenplan Pflanzenschutz. Pflanzenschutz können wir noch besser werden. Wir wollen dort wieder reduzieren, aber nicht auf extrem, einfach auf null. Wir haben von vielen gehört, dass sie gesagt haben, ja, wo sind die Mauschwalben? Wir haben keine Mauschwalben und so. Dass sie das Jahr offenbar sehr spät kommen. Ja. Ein großes Herz für Vögel. Das hat Bauer Hans-Peter Hunkeler im Vauwiller Moos. Auf Hunkelers Hof leben 34 verschiedene Brutvogelarten. Hunkeler hat seinen Hof weitflächig extensiviert. 40% seiner Wiesen und Getreidefelder werden weder gedüngt noch gespritzt. Und er lässt das Gras stellenweise weiter wachsen, als Lebensraum für Insekten und Vögel. Landschaftsqualität, Biodiversität ist eigentlich das Einzige, das man nicht importieren kann. Und wir probieren heute wieder, die Artenvielfalt in die Produktion zu bringen und probieren, mit dem geschickten Ausnutzen von natürlichen Kreisläufen Kosten zu sparen. Also wir sind nicht umsatzfixiert, sondern Kostenoptimierer. Und das profitiert schlussendlich eigentlich die Ökonomie von unserem Betrieb und die Biodiversität. Mitten im Weizenfeld lässt Hunkeler Grasflächen offen, als Brutstellen für Feldlerchen zum Beispiel. Und Kosten senkt der Bauer, indem er nur das Nötigste spritzt. Für Vogelkundler Rey ein Zukunftsmodell. Wichtig ist vor allem, dass man zusammen schafft, dass eigentlich die Landwirte nicht gegen die Naturschützer sind, sondern mit den Naturschützern. Schlussendlich wollen wir alle das Gleiche. Wir wollen gut produzierte Lebensmittel, wir wollen schöne Landschaften und zusammen könnte man das erreichen. Schöne Landschaften, wo es zirpt, kreucht und fleucht, wo Insekten und Vögel gut leben können.